Also, klar war, es müssen die Sanktionen kommen, finde ich, weil eine direkte militärische Konfrontation und damit Eskalation wollte niemand. Umso bedeutender sind die Sanktionen. Um das geht es ja jetzt. Umso bedeutender sind die Sanktionen. Und sie sind auch wirksam. Da kommen wir genau zu dem Punkt. Sie sind auch wirksam. Ich habe das Ihnen extra mitgebracht, in der Berechnung aller Wirtschaftsforschungsinstitute, die sich hier jedenfalls von Rang und Namen äußern, ist das Ergebnis. Ob Sie jetzt nehmen die Europäische Bank für Entwicklung, ob Sie nehmen den IWF, ob Sie nehmen die Institute in fast allen europäischen Ländern. Für Sie habe ich extra eine dickere Studie mitgebracht, da können wir dann schauen. Aber was ist das Ergebnis? Selbst die Russen selber, die ja alle Daten verdecken wollen, sagen, es sind 6% minus in der Wirtschaftsleistung. Es sind aber in Wahrheit knapp 10% in diesem Jahr und das wird so weitergehen. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist doch völlig logisch. Wenn wir Hochtechnologieteile, und darum geht es, nicht mehr liefern, dann haben die von der Rüstungsindustrie herunter Probleme, diesen Wirtschaftskreislauf aufrechtzuerhalten. Und das ist im Übrigen der Grund, das kann man sich ja haptisch vorstellen, warum die Autoindustrie dort völlig zusammengebrochen ist. Da passiert gar nichts mehr. Die haben ihre alte Marke Moskvitsch reaktiviert und fahren mit diesen und bauen jetzt mit den Standards der 70er Jahre. Und außerdem müssen sie dort auch noch jedes zweite Auto in der Werkstatt stehen lassen, weil sie sie kannibalisieren, wie das heißt, um dann von einem Auto die Ersatzteile ins andere zu bringen. Und bei den Flugzeugen ist es das Gleiche. Die Halberten sind am Boden und das wird so weitergehen. Und so kann man sich das vorstellen. Und die Rüstungsindustrie ist geschwächt. Sie können nicht einmal mehr neue Banknoten in Umlauf bringen, weil sie keine Lesegeräte für die Bankomaten alleine zusammenbringen. Das Einzige, was die zusammenbringen, ist Bodenschätze, die sie nun einmal zuhauf haben, aus selbigen herauszuholen, aus dem Boden. Das ist ihr Schatz und das muss man verstehen. Und wir sind allerdings so abhängig wie vorher beschrieben, deshalb wird Erdgas ja gar nicht sanktioniert. Das muss man ja einmal verstehen. Und würden wir das so machen, wie manche vorschlagen, dann hätten wir uns ins Knie geschossen. Deshalb ist Österreich in bestimmten Fragen abweichend von anderen europäischen Ländern. Da können wir ja gern darüber diskutieren. Aber worum es auch gehen wird, ist zu erkennen, durch diese infiltrierte Propaganda auf allen möglichen Netzwerken, sogenannte soziale, dass das alles nicht wirkt, beziehungsweise dass da ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Da besteht ein mittelbarer Zusammenhang vielleicht, aber kein unmittelbarer, was die Situation in der europäischen und damit in der österreichischen Volkswirtschaft betrifft. Das ist es. Und da sickert Propaganda ein, gegen die wir uns auch wehren sollten. Ich sage Ihnen nämlich, dass die Problembetrachtung alleine und Pessimismus uns gerade in einer Zeit, wie wir sie jetzt erleben, nirgendwo hinbringt. Lassen Sie mich an dieser Stelle einmal hervorheben, was es an positiv hervorzuhebenden gibt. Zum Beispiel den Zusammenhalt auf europäischer Ebene, der derzeit größer ist als jemals zuvor. Die Stärke unseres Landes, die Generationen nicht beweisen mussten jetzt, aber jetzt tatsächlich an den Tag legen. Die Resilienz unserer Institutionen, ja auch dieses Hohen Hauses des Parlaments, den auch Sie jeden Tag demonstrieren und demonstrieren müssen. Und das Durchhaltevermögen der Menschen, das auch in den nächsten Wochen und Monaten gefragt ist. Und all diese Komponenten sind es, dass unsere Demokratie den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ausmacht und uns auch in herausfordernden Zeiten bestehen lässt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Europa und auch Österreich hat schon so vieles gemeistert. Und auch wenn man in die Geschichtsbücher blickt, dann sieht man, dass Österreich schon viele Prüfungen bestanden hat, dass Österreich oft flexibel reagieren musste auf große Herausforderungen. Und erst gestern wurde mit einem großen Festakt im Bundeskanzleramt von Karl Nehammer auch der erste frei gewählte Bundeskanzler der Zweiten Republik, Leopold Figl, gewürdigt.
einer, der wohl wie kaum ein anderer es geschafft hat, die Sorgen der Menschen zu adressieren, aber auch Hoffnung zu geben. Und genau darauf möchte ich auch den Fokus legen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten unglaublich vieles zustande gebracht. Wir haben die Gasabhängigkeit bereits reduziert von 80% auf 50%. Wir haben die Energiesicherheit für diesen Winter sichergestellt. Es muss keiner Sorge haben in Österreich, dass er frieren muss oder dass die Kinderzimmer nicht warm genug sind. Die Gasspeicher sind zu 79% gefüllt. Und erstmals, Frau Abgeordnete der FPÖ, erstmals haben wir auch eine strategische Gasreserve angelegt, die es vorher nicht gegeben hat. Und das haben wir gemeinsam zustande gebracht. Als Regierung, als Parlament und als Gesellschaft. Ich verhehle nicht, dass wir seit Beginn dieser Regierung, also knapp nach unserer Angelobung, mit Krisen konfrontiert sind. Und wir schaffen das jetzt auch in dieser Situation, weil wir einen Krisenmanager an der Spitze haben mit Karl Nehammer, der das möglich macht. Weil wir einen Vizekanzler haben, auch eine Bundesministerin, Leonore Gewessler, die täglich für die Energiesicherheit sorgt. Und ich traue mich ja zu behaupten, Herr Vizekanzler, dass Leonore Gewessler mit ihrem breiten Portfolio wohl nicht gedacht hätte, dass Energie ihr Hauptfokus sein würde in diesem Jahr. Ich habe hier zwei Mauerstücke mitgebracht. Zwei Mauerstücke, die bei mir im Büro seit einiger Zeit nebeneinander liegen. Ein Stück ist ein Teil von der Berliner Mauer. Das habe ich heute mitgebracht, weil heute der Tag der deutschen Einheit ist, den wir durchaus auch einen bedeutenden Moment in der europäischen Geschichte zu feiern haben. Das andere Stück Mauer. Das andere Stück Mauer ist aus einem zerbombten Wohnhaus im Vorort, Kiewer Vorort Irpin, das ich dort aufgelesen habe und mitgenommen habe, damit ich mich tagtäglich daran erinnere, was Europa auch sein kann. Nicht nur der Fall einer Mauer, sondern auch das Zerbomben von Mauern. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Genau das soll uns Mahnung sein, was Mauern in Europa bedeuten können und derzeit bedauerlicherweise auch bedeuten. Die Bundesregierung hat diese Sondersitzung einberufen und hat den Titel gewählt: Maßnahmen in der Sicherheits-, Energie- und Wirtschaftspolitik in Europa und insbesondere in Österreich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Mit einiger Verwunderung nehme ich zur Kenntnis, dass hier weder der Innenminister noch die Verteidigungsministerin heute hier ist und eigentlich überhaupt nichts zum Thema Sicherheitspolitik gesprochen wurde. Verwundert mich doch schon sehr, weil es vom Vorredner Lobatka auch angesprochen wurde, dass die EU aufgewacht ist und auch die NATO aufgewacht ist. Ich würde vielleicht mehr sagen, dass eigentlich so gut wie alle europäischen Länder aufgewacht sind, wenn es um die Sicherheitspolitik geht, nicht Österreich. Österreich befindet sich ganz offensichtlich im Dornröschenschlaf. Der deutsche Bundeskanzler Scholz hat das als Zeitenwende bezeichnet, was am 24. Februar passiert ist. Und in jedem anderen europäischen Land ist zu Recht eine Debatte gestartet worden, was Sicherheit nach dieser Zeitenwende, die eine geopolitische Verschiebung sondergleiches bedeutet, für eine Auswirkung hat auf die nationalen Sicherheitspolitiken. In Österreich wurde die Debatte ex cathedra vom Bundeskanzler abgewürgt. Dabei ist es völlig klar, und mit dem Beitritt Schwedens und Finnlands, die wirklich jahrzehntelang für das Modell von Paktfreiheit und, wenn Sie so wollen, dann auch Neutralität gestanden sind, mit dem Beitritt Schweden und Finnland zur NATO bedeutet das natürlich eine massive Verschiebung auch der Sicherheitsarchitektur und der Verteidigungsarchitektur Europas. Ja, nicht zugunsten der Europäischen Union, wie wir uns das gewünscht hätten, sondern zugunsten der NATO. Und eine unbequeme Wahrheit, die wir sehen, jedenfalls nach 2014 und jedenfalls nach dem 24. Februar, ist doch die, dass man klar sagen muss, in dieser Zeit, wo Putin einen Krieg gegen den gesamten Westen führt, schützt uns Neutralität nicht. Ich bin doch einigermaßen verwundert, dass bei einem Tag, wo die Regierung ankündigt, über Sicherheitspolitik gesprochen wird, kein einziges Wort über die Frage, was Neutralität uns in der Zukunft zu bedeuten hat, verloren wird. Die Maßnahmen, die Antworten bisher kommen reichlich spät. Denn die bisherigen Antworten schaffen eines nicht.
Sie bekommen die steigenden Energiepreise nicht in den Griff. Kein einziger Preis, nicht an der Tankstelle oder beim Heizen, ist dadurch billiger geworden. Doch wenn man die steigenden Preise, wie sie sich derzeit abzeichnen und in den letzten Monaten, nicht in den Griff bekommt, dann droht diese Energiekrise zu einer sozialen Krise zu werden. Denn wenn sich Menschen, Pensionistinnen und Pensionisten, aber auch zunehmend arbeitende Menschen und Betriebe Strom und Gas nicht mehr leisten können, dann ist es eine massive Bedrohung, sehr geehrte Damen und Herren, eine massive Bedrohung für die Wirtschaft in unserem Land und für den sozialen Zusammenhalt in Europa. Und wenn es nicht gelingt, auf Ebene der EU einen gemeinsamen, präferierten Weg zu gehen, dann ist es Ihre Aufgabe, sehr geehrte Bundesregierung, dann ist es Ihre Aufgabe, alles zu tun, um eine soziale Krise in unserem Land in den nächsten Monaten und Jahren zu verhindern. Schauen wir uns die Beschlüsse, wie Sie es erwähnt haben, des letzten EU-Ministerrates vom letzten Freitag an. Energiesparpläne, ja, sind notwendig, keine Frage, auch wir stehen dazu. Auch die beschlossene Abschöpfung der Übergewinne bei Energie- und Ölkonzernen ist richtig, ist wichtig. Wir fordern das im Übrigen seit vielen Monaten. Und Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren der Bundesregierung, haben übrigens unsere Forderung zur Abschöpfung dieser Übergewinne immer als populistisch abgetan, als nicht machbar abgetan und als nicht EU-tauglich abgetan. Und jetzt werden Sie diese Abschöpfung umsetzen müssen, gut so. Aber wie gesagt, die Preise von Gas und Strom werden damit um keinen einzigen Cent günstiger. Denn etwas Entscheidendes fehlt. Eine Regulierung des europäischen Energiemarktes, sehr geehrte Damen und Herren, eine Deckelung des Gaspreises. Der Energiemarkt in Europa funktioniert nicht mehr, denn bei Preissteigerungen von mehr als 1000% kann wirklich niemand mehr von einem funktionierenden Strommarkt in Europa sprechen. Nicht nur die Bevölkerung steht zunehmend massiv unter Druck, es sind viele Unternehmen, die immer mehr Schwierigkeiten bekommen, kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für die Industrie wird es immer schwieriger, diese Energiekosten, die immer größer werden, zu stemmen. Aber die gute Nachricht des Tages ist, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, diese Entwicklungen einzubremsen. Und wissen Sie, wer es vorzeigt? Deutschland. Deutschland zeigt es vor. Dort wurden vor einigen Tagen Preisobergrenzen für Gas und für Strom und eine Mehrwertsteuersenkung auf Gas beschlossen und zunehmend die CO2-Steuer ausgesetzt, sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung. Und Sie haben sie eingeführt zeitgleich. Dass Putin hier nicht einen Krieg gegen die Ukraine führt. Er sieht das als einen Krieg gegen den freien Westen. Er sieht das als einen Krieg gegen unsere Werte, gegen unsere Wirtschaft und vor allem auch einen Krieg gegen unsere Energieversorgung. Was unsere Werte sind, die Freiheit, die wir beide genießen und die in Russland niemand hat, das sind unsere Werte. Und neben dem Krieg in der Ukraine müssen wir natürlich auch sehen, dass im Schatten dieses Krieges andere versuchen, auch mit Gewalt ihre Interessen durchzusetzen. Aserbaidschan setzt wieder kriegerische Handlungen gegen Armenien. Die Türkei bombardiert Nordsyrien. Im Iran haben wir bürgerkriegsähnliche Zustände. Das müssen wir schon sehen. Und meine Damen und Herren, das hat natürlich schwerwiegende Folgen für die Menschen bei uns. Zweifelsohne, das bekommen die Menschen bei uns zu spüren. Hohe Inflation, steigende Energiepreise und auch der enorme Migrationsdruck, der natürlich hier auf uns zukommt. Die Europäische Union ist aber aufgewacht und auch die NATO ist aufgewacht. Militärisch und in der Energieversorgung sind die Weichen neu gestellt worden, meine Damen und Herren. Die letzten 7 Monate haben hier den Kontinent nachhaltig verändert. Ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich die Energieversorgung. Und
Ich bin froh, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission in das Zentrum ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union die Energieversorgung gerückt hat und dass es hier Milliardeninvestitionen in Wasserstoff geben wird und in nachhaltige Energieversorgung, meine Damen und Herren. Und die Sanktionen gegen Russland zeigen natürlich auch mehr und mehr ihre Wirkung. Es darf ja niemand in Russland von einem Krieg sprechen. Gleichzeitig gibt es eine Teilmobilisierung von 300.000 Mann. Herr Klubobmann-Kickl, wie passt denn das zusammen?